willkommen hier auf meinem Kanal. Das war gerade ein Geräusch von einem Energy Drink, den man geöffnet hat. Nämlich den brauche ich auf jeden Fall, um dieses Spiel zu spielen. Ich sehe schon, das wird Horror-Erotik. Das weiß man nicht hier. Viele Brüste. Das wird Horror-Erotik, wirklich, ey. Das wird echt Hammer, dieses Game. Ganz neu raus, ab. Ein richtig, richtig geiles Game soll das sein. Richtig ekelhaft, richtig psycho, so wie ich es mag. Das ist ein guter Charakter-Typ. Also macht es uns keinen Unterschied. So, wir gehen mal auf Optionen. Nämlich, ich muss kurz mal schauen, wie das mit dem Sound aussieht. Ba-ba-ba. Controller, di-di-di, alles klar. So, dann gehen wir mal auf Story Mode. Und wir drücken mal auf New Game. Yes. Sir. Gehen auf Normal. Und wir gehen auf Akzeptieren und wir gehen nochmal auf Akzeptieren und jetzt geht's los. Ah. Ja. So schmeckt dann Feierabend. Mad Mind Studio. The Fall. It's the last thing I remember. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. Turns again into ashes, the overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place, where light causes pain and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and effaces the boundary between people and animals. The Red Goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. The road that I must follow. The Red Goddess. Geil. Echt nice finde ich dieses Intro echt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir können rennen, wir können springen. Und ich hoffe, wir können auch schreien, nämlich ich glaube, das sieht echt geil aus. Wie sehen wir denn aus? Keine Schuhe an. Oder sagen so, ja, Mitte 50, so ganz knackig. Ne? Richtig lecker. So. Ja, das habe ich auch kapiert, dass man mit E Sachen aufheben kann. Das sieht echt krass aus. Sollten wir da reinfallen? Ne, ich glaube, das macht er. Alles klar. Agoni ist für mich so ein ganz klassisches Rollenspiel, finde ich, ab jetzt schon. Ohne großen Schnickschnack. Einfach blanker Psycho-Horror. Richtig geil. Durchlesen will, kann sich das gerne durchlesen. Ich habe keinen Bock auf Englisch zu lesen. So. Machen wir Taschenlampe.
Hallo. Hallo. Nachbarn. Nachbarn. Ja, also ich finde die Dekoration ist sehr cool. Du weißt, wie ich auch in meiner Wohnung. Wohnung. Steht hier hinten irgendjemand? Ne, das ist eine Säule, ne? Kann ich da durch? Wow. Da hinten, das leuchtet irgendwas hier an. So, Checkpoint. Checkpoint! Soll ich jetzt machen wir mal einen Checkpoint? A golden slaves to gain more Dings da Bumster. Alles klar. Das heißt, die sagen unseren Weg hier. Ah, wir können das aufnehmen. Wir haben uns ein. Oh, wir haben uns ein Herz gegriffen. Oh. Das fängt ja ganz erotisch an hier. Das fängt ja ganz erotisch an. So, was soll ich jetzt machen? Da hinten ist ein Herz. Aber dieses Herz, das können wir irgendwie nicht nehmen. Das ist hinter der Wand. Hä, wie soll man das denn nehmen? Ah, hier, ne? Ja, da ist es. Moment, ich muss kurz. Oder? Kann ich das? Ja, das kann ich. Was macht das da jetzt? Was macht das da jetzt? Das jetzt? Something missing here. Alles klar. Ja, aber den komme ich leider nicht dran. Leider komme ich da hinten nicht dran. Was ist denn das? Jetzt nochmal. Ah! Was ist denn das hier? I. Schmeißt er das aus der Brust raus? Na lecker! Da hält er noch aus. So. Eine Frage mal, wie kommen wir hier wieder raus? Ah, wir müssen weiter, wir müssen hier langlaufen, ja? Hier langlaufen, wir walken vor die Gegend hier. CRT, genau. Press to continue. Nicht weinen, ich weine doch auch. Ich will nicht alleine sein. Nein, du sollst das nehmen. Nice. Kann ich das dagegen schmeißen? Nein, du sollst es kaputt machen.
Ja, sehr schön. Sehr schön, meine Freunde. Das. It's you. I knew it. I knew you'd be here, Amberfell. Dead. You're dead. We're all rotting here because of you. I should have killed you when I had the first chance. Oh. My whole family died. My family. My family. I no longer remember. But you. You. I won't forget. You're gonna fry here. Hau mal ab. Whoa. Whoa, 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 whoa. No! I curse you, Amber! Predator! Be down! Na ja, ich bin natürlich wohl nicht. Ich bin gar nicht. Alles gut. Checkpoint? Kann ich mir da nicht irgendwas nehmen? Ich will das nehmen. Warum kann ich das nicht nehmen? Egal, ich laufe weiter. Nein. Ich laufe jetzt nicht zu dem Mädchen. Ich will das nehmen! Wuhu! Destiny Lines. Ich glaube, ich sollte hier lang laufen. The Jetman Chamber! Sanctuary of falls and agony, so much sin and flesh, and so disappointing. In welche Sexfalle bin ich hier reingeraten? Alalalala. So, oh. Ey, gibt es auch mal ein Spiel, wo man nicht so scheiß lange Texte sind, ja? Das ist die Krise. So. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, ich habe keine Lust drauf. Ich spiele einfach nur das Spiel, ja? Ich bin, werd hier nie viel bezahlt, dass ich irgendwelche Texte lese. Das sieht leer lebensbejahend aus. Das ist nicht mehr lebensbejahend. Das sieht jetzt eher aus wie... Juhu! Ich bin's, der Opa Fritz! Komm zum Tanzen vorbei! Warum kann ich jetzt nicht gerade auslaufen? Opi? Opi Fritz habe ich gerade schon um die Ecke gebracht. Ih, wie sieht die denn aus? Vor die Hängetitten. Was ist los hier? Auf welchem Trip bin ich denn hier? Ein Baum! Ein Bäumchen! Etwas Biologisches hier unten! For many it's you can use, keine Ahnung was der sagt, aber ich tue einfach mal. Ein Apfel! Apfelsaft? Was jetzt? Muss ich jetzt da runter? Jetzt? Soll ich da runterspringen oder was? Ich will da nicht runterspringen. Ich will da nicht runterspringen. Seid ihr bekloppt? Ich bin zwar hier im Reich der Toten wahrscheinlich, aber ich springe da bestimmt nicht runter, um noch toter zu sein.
Ihr Penner, ich spring da doch jetzt nicht runter. Kann ich irgendwas damit machen? Geronimo! Der Quatsch. Wo will ich denn jetzt genau? Achso, hier, ja. Irgendwie muss ich da jetzt wieder hoch. Wie komme ich denn da hoch? Eyes. Oh, nicht hier schon wieder. Der war gerade brand gesetzt. Eyes. And yet, they react to any sudden movement as if they saw everything. I saw. Once I saw one of them give Gollum, up the chase for meat, because fire was more alluring. Maybe he just wanted to warm himself. There is something in fire that attracts these beasts. I wouldn't become too attached to that torch. Don't become too attached to fire. Alles klar. Who is the wet goodness? Why? The cathedral on the hill. The cathedral of bones, of corpses, of bodies like yours. Millions of bodies you will never learn. Durchgeknallt ist er ja schon irgendwie, ne? Ich will trotzdem hier raus. Wie komme ich denn hier raus? Hier? Ich will hier raus! Wie komme ich denn hier raus? Ich komme hier nicht raus. Das ist gerade etwas beschissen. Ah, was ist das hier? Hier war noch was hier. Den scheint mein Herz wohl nicht zu gefallen. Da machen. Ach so, ich kann auch so malen. Ah. So, akzeptiert er das jetzt? Nee, akzept. Was soll ich denn da machen? Mir wird ja gar keine Anleitung hier gezeigt. Was soll ich denn machen? Soll ich hier irgendwas ausmalen oder was? Auch nicht an. Was soll denn der Scheiß? Kapier ich nicht. Ich will
einfach hier raus. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Hier komme ich nicht raus. Was genau soll ich hier machen? Was soll denn der Kack? So, hier ran. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Rester to Checkpoint. Mache ich jetzt einfach mal, weil ich kapiere es einfach nicht, was man da jetzt machen soll. Hoffentlich landen wir jetzt nicht schon wieder da. Das wäre sehr ärgerlich. Doch, wir landen wieder da. Das gibt's doch nicht. Was genau soll ich mir machen? Was soll ich hier machen? So, akzeptieren. Nee, gibt's nicht. Ist will einfach nicht. Mal ich den so ein schönes Herz und nehme das nicht an. Nee. Warum? Warum nehme ich das nicht an? Der redet auch nicht mehr mit mir. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir beenden die Folge jetzt erstmal, weil ich hier erst nicht machen weiß, was ich machen soll. Ich suche offline hier noch ein bisschen nochmal nach. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Das war euer Chaka. Bis bald.